kann ich noch eine kurze Geschichte erzählen, weil die finde ich goldig. So ganz Südafrika. Also wir sind raufgefahren zu dritt oder viert in einem sehr alten Mercedes. Und der König war schon todkrank, aber die Königin. Und die Königin war auch ohne Übertreibung bedeutend breiter als hoch. Und die wollte mir den Fluss zeigen, weil Wasser ist ja wichtig, wenn ich jetzt da... Also wir wollen natürlich auch andere Sachen anbauen. Das passt alles sehr gut zu Open Source Ecology. Und also stieg die Königin in den alten Mercedes und der alte Mercedes kippte um wie eine Yacht. Und da war ein lauter Knall und die Ölpanne hatte ein Loch, aus dem so dick wie ein Daumen das Öl heraus ran, floss. Aber jetzt kommt ja die Geschichte, wir haben zu viert oder zu fünft oder was immer, haben wir den Mercedes zu dem Hof hin gezogen und geschoben und dann war da, also da war kein Hammer zu finden. Ach so, schaut das aus. Ja, das sieht alles aus. Und dann hat irgendjemand eine Coca-Cola-Dose gefunden und diese Coca-Cola-Dose in einen langen Streifen geschnitten und hat diesen langen Streifen ganz, ganz dicht oder also fest aufgerollt in eine Rolle und uns fehlt etwas. Besteck bringst du bitte noch. Bringst du noch Besteck da? Ja, und dann? Um die Ölleitung gebunden. Schlecht sortiert, alles Messer. So, da war lauter Messer drinnen. Er hat aus dieser Coca-Cola-Dose eben Streifen geschnitten und dann den Streifen ganz, ganz eng gerollt. So dass es war wie ein Metallpfropfen war. Aber da war kein Hammer auf dieser Farm. Überhaupt keine Werkzeuge. Ich habe mich erkundigt, das ist sehr typisch für Südafrika. Und dann hat er mit einem Stein von unten das in die Ölpanne hinein gehämmert. Und ich habe gedacht, wir sind sechs Stunden aufgewacht, 6 Stunden runterfahren. Mit diesem Tropfen in der Ölbahn wird nie werden. Aber Unrecht. Wir sind angekommen in Johannesburg und wir hatten noch dasselbe Öl, das wir oben in Utrecht, heißt der Ort, in Utrecht eingefüllt haben. Also ich kann euch kaum sagen, wie mich diese neue Aufgabe aufregt. Jetzt sozusagen ungefähr so viel Land wie Kärnten zum Spielen zu haben und dort unter Umständen alle möglichen Maschinen zu benutzen, weil da gibt es keine Landwirtschaft. Und es ist gute Erde, gutes Klima und es liegt brach. Also da, das ist jetzt eine Herausforderung. Was kann man da machen? Im Grunde genommen alles. Guten Appetit.